Radrennen. Keine andere Sportart verlangt dem menschlichen Körper mehr Ausdauer ab. Täglich 5 bis 10 Stunden im Sattel. Durchschnittsgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer. Steigungen von bis zu 9%. Fahren an der Leistungsgrenze des Körpers. Oft wochenlang, wie bei der Tour de France, dem berühmtesten Radrennen der Welt. Um in Frankreich dabei sein zu können, müssen Radrennfahrer viele Jahre trainieren. Und doch erreichen nur wenige die Kraft und Ausdauer, eines Tages ganz vorn mitzufahren. ,84 Meter groß, 64 Kilo schwer, 25 Jahre alt. Andreas Klöden ist Radprofi. Seit 1998 fährt der gebürtige Sachse aus Mittweida im Team Deutsche Telekom. Täglich trainiert er. Im Sommer draußen, im Winter auf der Hallenbahn. 35.000 Trainingskilometer im Jahr. Dazu kommen rund 12 Rennen. Mai 2000, Auftakt zur Deutschlandtour. Ein Radrennen 1300 Kilometer durch Deutschland, zwischen Bonn und Berlin. Vom Team Deutsche Telekom sind 8 Fahrer angetreten. Die Hoffnungen der Fans ruhen dabei besonders auf Andreas Klöden. Denn seit er im Frühjahr 2000 überraschend das Rennen Paris-Nizza gewonnen hat und danach die Baskenland-Rundfahrt, wird er als neuer Star gehandelt. Gute Fahrt. Danke. Klöden nimmt den Rummel um seine Person gelassen. Sein letztes Rennen liegt erst wenige Tage zurück. Und der Radprofi ist vor allem darauf gespannt, zu welcher Leistung sein Körper nach einer so kurzen Ruhephase bereits wieder fähig ist. Erste Etappe, 180 Kilometer Flachland. Das Durchschnittstempo der Fahrer liegt bei 38 Stundenkilometern. Die Körper der Profis sind menschliche Höchstleistungsmaschinen. Klödens Beine